So, hallo. Punkt 2 meiner Liste zur Datenschutzverordnung am 20. Mai 2018 möchte ich euch nun heute zeigen, wie ihr einen Pop-up-Hinweis für eure Besucher erstellt und sie darauf hinweist, was verwendet wird und wo er zur Datenschutzerklärung kommt. Dort könnt ihr auch einen kurzen Hinweis zum Facebook-Pixel machen. Das hatte ich ja in dem zweiten Part in meiner kleinen To-Do-Liste euch nochmal nahegelegt. Und wie das geht, das will ich euch heute hier mal zeigen. Ihr seht schon hier auf meiner Webseite, hier ganz unten habe ich diesen Cookie-Hinweis. Der lautet bei mir, diese Webseite nutzt Cookies, Facebook-Pixel und Remarketing ein, um optimal auf ihre Besucher eingehen zu können. Alle Daten werden anonym ausgewertet. Wenn du damit einverstanden bist, nutze bitte die Opt-out-Funktion. Ansonsten gehen wir davon aus, dass du damit einverstanden bist. Diese Opt-out-Funktion, das habe ich euch ja auch schon mal erklärt, wie ihr das machen müsst. Und diesen Button dazu, den habe ich jetzt hier unten nicht mit eingebunden. Den werde ich dann mit in unsere Datenschutzerklärung einbinden. Ansonsten zeige ich euch mal, wie ihr das jetzt hier machen könnt. Also wir gehen jetzt mal in die Plugins rein. Dazu suchen wir uns ein Plugin für den Cookie-Nachweis. Ihr wisst ja, dass dieser Cookie-Nachweis ja Pflicht ist in Deutschland. Das müsstet ihr normalerweise alle auf eurer Webseite schon haben. Also auch schon dieses Plugin, was ihr dazu braucht. Und dieses Plugin heißt Cookie Notiz. Da ist es, ne? Und hier sind die Einstellungen des Plugins. Hier ist der Text, den ich euch eben vorgelesen habe. Der Button daneben, dieser OK-Button, der wird halt angezeigt, um den Hinweis zu akzeptieren. Der Weiterlesen-Link und hier war der Button Mehr Infos zum Datenschutz. Den habe ich jetzt hier mit dem Seitenlink verlinkt und der führt jetzt zur Datenschutzerklärung. Ihr könnt das dann ja so machen, dass ihr diese Opt-out-Funktion in die Datenschutzerklärung mit einbindet. Und das müsste an und für sich dann auch so reichen. Ansonsten könnte man das natürlich auch rausnehmen. Wir haben ja diesen Newsletter-Hinweis, da haben wir auch alles nochmal genau beschrieben. Und diese Funktion, wie und wo sich unsere Besucher austragen können. Also das haben wir ja ausreichend da beschrieben. Und ansonsten reicht eigentlich der Hinweis hier auf die Datenschutzerklärung. Dann bestätigt ihr das hier unten alles mit Speichern. Schaut bitte, dass die Farben so sind, dass man es auch lesen kann. Und wenn es geht, den Buttonstil hier auf WordPress machen, weil dann habt ihr das größere Feld und dann ist es nicht ganz so schmal. So, jetzt noch mal angucken. Hier ist es. Da sieht es doch auch ganz gut aus und auch sehr leserlich. So könnt ihr das erstmal machen. Danke fürs Zuhören. Ciao.